willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Riesenbeck. Ja, wieder mit dabei ist Vogel. Hallo. Vienna Let's Play. Grüß Gott. Und Simulator TV. Hi. Ja, Vogel guckt jetzt mal zu, denn er hat das Spiel ja noch nicht ganz so lange, wie man jetzt richtig Gülle färbt und dann noch mit Protection Farming. Vienna Let's Play färbt uns gleich hinterher, grubbert. Und Simulator TV macht immer noch irgendwas. Ich will meine Items zurück. Lager, der mache ich. Ich meine, das. Also ja, immer noch unwichtig gearbeitet. Das so, macht mir Spaß. Da fahren wir jetzt zu Feld Nummer 51 und ich sehe, das Weizen auf der 12 ist fertig. Der Weizen. Nein, das Weizen. Ja, aber ich. So, haben wir den wenigstens unsere Rundumleuchten an? Nee. Bin falsch gefahren. So, natürlich hier mit einem neuen Traktor, den John hier. Hey, wie dumm. Und diesmal mit drei gefüllten Gülle fast, nicht so wie in der einen oder anderen Sache. Ja. Bei wem ist denn da gerade ein bisschen was im Hintergrund? Weiß ich nicht, bei mir nicht. Kann sein, dass das bei mir ist. Ja gut, dann sorg mal dafür, dass deine Kinder ruhig sind. Ich hab keine Kinder. Oder deine Schweinereien, der deswegen deinen Traktor umkippt. Oh, ja, der wurde von einem Schweinchen erfasst. Ja, das arme Wildschwein. Ach, die habe ich jetzt fällt einfach schon fast. Wenn ich mit dir geredet habe. Ach, ich bin jetzt zurück. Wenn ich mit dir geredet habe, sei doch nicht so abwertend, ey. Du bist ja noch gar nicht da. Ja, ich musste kurz stehen bleiben, weil ich kurz was geklärt habe. Mit deinen Kindern, ne? Vogel, du kannst dich geehrt fühlen. Du fährst in einem guten Traktor. Der da hinten fährt in dem Traktor, naja. Ich weiß, der ist nicht der Beste. Naja, ich weiß. So, ich geb das jetzt ausmachen. Denk mal das Ganze. Hast du schon mal mit Protection Farming gespielt? Ich kann's nicht. Ich nicht. Klingt vielversprechend. Ist es auch. Nee, ich meine jetzt die Antwort. Achso. Du kannst bei Protection Farming, wenn du auf Komma drückst, eine automatische Ausfüllmenge bringen. Ich fahr jetzt mal hier in eine Bahn, wenn der Vogel vor uns mal abgehauen ist. Was? Wenn der Vogel vor uns abgehauen ist, Es ist komisch, wenn du. Das ist wie deine Ruhe. Fangen wir das Ganze an und dann kannst du mal das Ganze probieren. Wenn du jetzt mal die Taste 9 drückst, hast du live auf der Karte zu sehen, wo du schon lang gefahren bist. Das Ganze. Und siehst du genau unsere Spur. Das ist jetzt der pH-Wert. Ich will nichts Falsches erzählen. Den wir jetzt verbessern. Verbessert gerne in den Kommentaren, wenn irgendwas doch falsch sein sollte. Nein, es ist jetzt der pH-Wert, den du mit Gülle verbesserst. Einbildung ist auch eine Bildung, bei dir ist es die einzige. Oh oh. Ich wusste, dass das kommt. Oh oh, ich glaube, jetzt kriege ich Ärger. Nein. So, und jetzt, der regelt jetzt hier selber ab, wie viel Gülle er auf die Fläche braucht. Heißt, es kann passieren, dass wir jetzt gleich wieder danken müssen. Noch ist alles gut. Denn der muss hier verdammt viel Gülle ausbringen. Ich kann ja genau sagen gleich mal, wie viel er muss. Wartet. Ich sag's gleich genau. 14, auf dem Kubikmeter 14 Liter ausbringen. Kann ich jetzt schon beginnen? Ja, unten ist ja. Was meinst du, Simulator TV, können wir dann unseren Lehrling Vogel in die Sämaschine setzen? Oder lieber noch nicht? Also, ich finde das halt schon sehr mutig, dass du mich das fragst. Wo du ja ganz genau weißt, wie meine Arbeitsweise aussieht. Naja, aber ich denke. Aber ich denke, du kannst es ruhig mal riskieren, ja. Du wirst sehen, ob die ganze Zeit hier neben mir sitzen. Du
Du wirst ja dann sehen, ob dann das Schwein auch ihn rammt oder. Werden wir ja sehen. Hm. Ihr wisst, was ich mache? Vogel, du siehst doch jetzt unten auf der Map das Schüler-Update, ne? Also. Dann muss da mal ein Traktor kommen. Auf jeden Fall hast du das Orange. Da, wo Orange ist, war ich. Wo nicht Orange ist, da musst du dann noch lang fahren. Also einmal hier. Ist nichts Orange auf der Karte. Was? Hier ist nichts Orange auf der Karte. Nee, das siehst du dann als Fahrer. Achso. Merken die mal, dass wir hier oben angehalten haben? Am besten fährt einer beim Azubi mit, um zu gucken, ob es richtig macht. Ich wollte jetzt gleich die Seemaschine machen. Mutig. Mhm. Vogel, steige mal bitte aus und switche mal auf den Fahrerplatz. So, und jetzt siehst du ja, wenn du die 9 drückst und kleine Karte anmachst, das Ganze, ob dort schon, also eine orange Spur und rot. Ja. Und da, wo orange ist, dort haben wir den Stickstoffwert schon angepasst. Wir kriegen hier nie direkt jetzt aufs Grüne. Das müssen wir durch mehrmals dreschen, düngen, dreschen, machen. Und du fährst bitte, gabst das ganze System ein und fährst erstmal zum Hof wieder, wenn der Zug weg ist. Also zurücksetzen. Besten drehen, ja genau. Drehen, 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 einlenken, einlenken. Wieder zum Feld, zum Feld, zum Feld. Nicht gegen Baum. Fahre mal bis runter. Vienna Let's Play. Du, mein Name? Ja, viel... ja, dein Name. Siehst jetzt, wo wir grob waren, ne? Ich hab grad keine Karte offen. Nee, du siehst, na gut. Aber ja, ich sehe es ungefähr. Dann dort bloß fahren. Bitte. Na gut. Also du hast jetzt noch nicht viel Arbeit, weil wir müssen das Gülle-Ding auffüllen. Ne? Das wird jetzt ein paar Mal dauern, dass der jetzt hin und her fährt. Oder was? Ich hab's geahnt. Ich hab es geahnt. Hier kam auch gerade ein Wildschwein, ich hab's gesehen. Steige mal wieder aus. Das Wildschwein ist schon wieder da gewesen. Ja. Ich fahre das nächste Mal auch mit 50 in die Kurve rein. Steig wieder ein. Okay. Wir hatten jetzt was gerammt. Vogel ist mit 50 in die Kurve gefahren. Achso, der ehrlich, das warst du. Hat voll eingelenkt und ist umgekippt. Er versucht, mein Fahrstil nachzumachen, aber er merkt halt, das gelingt nicht. Das Problem ist, er ist es noch nicht gewohnt. Bei dir ist es Standard, dass du so rapid hier fährst. Du bist schon gewohnt. Deswegen kann ich es auch, ne? Naja, eben. Also einmal zum Shop. Zum Hof. Wieder befüllen und dann. Das hast du ja letztens gesehen. Hast du doch zu mir noch gesagt gehabt, hier müssen wir links rein. Zack, bumm, sind wir links gewesen. Mhm. Mit Chrom und Gun links. Oh, da kommen meine zwei Freunde. Der Traktor noch so eine gute Bremse hat. Jetzt. Och. Nee, du musst umfallen. Wir haben ein bisschen Überfall. Wer fährt den denn? Ich. Naja, das hat man gemerkt. Wir haben ein bisschen Überbreite. Wieso, was soll das jetzt heißen? Das hat man gemerkt. Können wir nach der Folge besprechen, wenn du willst. No. In der Folge habe ich ein bisschen Schiss. Folge. Ich würde sagen, Das war es auch schon von dieser Folge von Let's Play Riesenbeck. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Vergesst nicht auf allen Kanälen, jetzt versagt schon meine Stimme, ein Abo dazulassen und aktiviert die Glocke, um zukünftig keine Videos mehr von Riesenbeck zu verpassen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.